So, und los geht's mit meinem Putzmitteln-Video. Zweiter Teil von dem, wo ich eigentlich mein Kasterl, wie schon besprochen, wegräumen möchte. So, hier mal die Säckchen weg. So, hätte ich vorher auch noch einen Kleiner, aber habe ich schon einmal in einem Podcast erwähnt. Perfektion steht uns nur im Weg. Da würde ich ja fünfmal anfangen, zig oder 50 Mal bei meiner Art und Weise. So, folgendes. Ich habe jetzt alles zusammengetragen, was ich an Putzmitteln habe. Da drüben ist auch noch was. Ich glaube, das ist außer Blickwinkel jetzt. Und ich habe da zusammengetragen von verschiedenen Orten. Ich habe was unter der Abwasch. Da haben, glaube ich, viele Putzmittel. Ich habe was im Badezimmer gehabt. Badezimmer. Abwasch. Abwasch. Das war im oberen Badezimmer. Ihr müsst denken, ich habe ein Haus mit 2 Etagen und ich mag nicht jedes Mal rauf und runter rennen. Oben habe ich das Büro und wenn ich da irgendwas verschütte oder irgendwas ist, dann möchte ich das auch gleich sauber machen. Dann habe ich in diesen schwarzen Kasterl eben auch noch einmal 1, 2, 3 Teile drin gehabt und dann habe ich noch in meiner Schatzkammer, dem Kübel, gehabt und da ist das Klo-Zeug, weil das gleich nicht mehr Klo ist und am Klo habe ich kein Kasterl, wo ich das Ganze verstecken könnte und ich habe es früher am Fensterbrett gehabt, aber ehrlich gesagt, das schaut nicht sehr dekorativ aus. So, ich habe mir vorgenommen, ich will mal schauen, was ich überhaupt habe und das geht es einmal. Zuerst schaut man mal, was habe ich. Und dann schauen wir, wie wir das aufteilen. Ich brauche jedenfalls für oben eine Kleinigkeit, habe ich mir gedacht. Also wirklich, wo ja ein Glasreiniger und irgend so ein Allzweckreiniger und ein paar Putztücher habe, mehr nicht. Damit ich wirklich ein schnelles Malheur halt beiseite stellen kann. Dann unter der Abwasch wieder ein paar Sachen. Dass ich dort eigentlich mein. Weiß ich noch nicht. Das wird sich noch herausstellen währenddessen. Und ein Teil, wo es darum geht, dass ich Fenster putze. Und das kommt dann in eine Kiste, die habe ich schon vorbereitet, die Kiste. Da wird mein Hauptanteil, der kommt nachher oben ins Lager, da habe ich schon Platz freigeräumt, wisst ihr, mein Tabaklager, da gibt es auch ein Video davon. Und den Platz habe ich schon freigeräumt. Und ich kann auch noch was in meine Schatzkammer gegeben. Weil ich muss damit rechnen, also ich kann nicht alles auf einmal wegschmeißen, das mag ich auch gar nicht. Weil es ein Blödsinn, wenn ich jetzt ein Putzmittel in den Gulli schmeiße oder ihn verwende. Also die Umwelt wird so und so geschädigt. Einmal gleich auf einmal oder laufend. Also ich habe mir gedacht, ich brauche es einmal auf und dann gehe ich sowieso zu den Alternativen über, das natürlich unter der Abwasche bleibt. Das ist mein Essigessenz und meine ätherischen Öle und das mache ich immer in dieser Flasche an. Also wie gesagt, da kommt Essigessenz, gerade mal so viel. Das Rest mit Wasser und ein paar Tropfen von einem ätherischen Öl, damit das ein bisschen gut riecht. Und das ist mein Entkalkungsmittel für den Wasserdestillator. Und ja, vielleicht dann später auch, aber da brauche ich jetzt nicht unbedingt die Tropfen gleich dazu. Für meine Kaffeemaschine. Beim Wasserdestillator ist so, es steht doch eine Weile offen dort und man geht öfters vorbei und man braucht den Essiggeruch nicht. Da habe ich es gerne, wenn es gut duftet. So, also das bleibt auf alle Fälle unter der Abwasch, da brauche ich gar nicht überlegen. Darum kommen wir das einmal hier auf die Seite. Und damit ihr nicht die ganze Zeit dabei sein müsst, mache ich jetzt einen Schnelldurchlauf und sortiere mir alles, was ich da so habe. Ich habe wohl im Lager, also ich habe noch einen Kammerl. Da habe ich auch noch sicher Glasreiniger und Badreiniger, die ich
nachgekauft habe oder Vorrat gekauft habe. Und da schaue ich auch, dass die nachher schon langsam wegkommen. Also, wie gesagt, es wird eine Weile dauern, bis ich da wirklich weniger habe. Aber vielleicht ist das eine oder andere eh schon schlecht und das mag ich dann gar nicht mehr oder schon fast leer, dass ich zusammenschütten kann. Das muss ich mir noch anschauen. Wie gesagt, das mache ich dann im Schnelldurchlauf, dass ich mal sortiere, was habe ich am Glasreiniger, was habe ich am Allzweckreiniger, was habe ich am Badreiniger und was weiß ich was alles. Und eines habe ich noch, und zwar habe ich das jetzt mitgenommen. Nein, ich habe da jetzt das Sackerl, aber den Kübel nicht. Das ist da geht es nur um den Geschirrspüler. Dadurch ist das unter der Abwasche, weil das ist das Salz und das Geschirrspülmittel. Wenn ihr dafür eine Alternative wisst, was man da in ein Geschirrspülmittel noch reingeben kann an Salz bzw. an Geschirrspülpulver oder Tabs, dann bin ich dafür offen, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Also ich bin für jeden Tipp offen, der die Umwelt schont und trotzdem das Geschirr sauber macht im Geschirrspüler. So, das war's soweit. Das ist noch ein Entkalkungsmittel, das zeige ich an, und das ist ein Reiniger für den Wasserdestillator. Das war dabei und das habe ich noch einmal. Und wenn das einmal, ich habe erst vor kurzem jetzt, also vor 2 Tagen gereinigt, das wird noch einen. Also in 2 Wochen oder sowas wieder sein. Dadurch ja immer diesen Entkalker mit meinen Essiggesetzen mache, ist nicht so schlimm. Und nur hin und wieder ist dann auf der Seite auch noch, und dann mache ich es mit dem. Das wird noch einmal, dann kommt das weg und dann habe ich eh nur mehr Essiggesetzen. Und wie gesagt, jetzt gehen wir einmal an Schlichten. So, dieser Teil wird wieder ein Schnelldurchlauf, da es sonst zu lang dauert, weil ich zu viel erkläre. Hier sind viele Lappen und Dinge, die ich nicht brauche, habe weggeschmissen. Genauso auch diesen Müllsack, weil der hat gestunken. Das kommt dann ein Billigstorverladen, bitte nicht kaufen. Da erkläre ich ein paar Putzmittel, was jetzt nicht unbedingt so wichtig ist. Und dann habe ich einen Putzmittel eins in der Hand, und zwar dieses hier. Das ist ein Luftzerstäuber, und diese Sprühpumpe hat sich herausgestellt, ist nicht gut zum Putzen, denn das Putzmittel zerstäubt auch in der Luft und das atmet dann nicht gut ein. Das war auch so eine Flasche. Und diese hier, da ist das Putzmittel gekippt, aber die Sprühflasche war nämlich richtig gut und geschickt. Da konnte ich auch umetikettieren, das ließ sich gut entfernen, das Etikett. Daher wird es wiederverwendet. Dann bin ich dann zu meinen Putztücher gekommen. Ich greife schon ein bisschen vor. Meine Putztücher, das sind die T-Shirts, die alten T-Shirts von meinem Mann, die ich nur zusammengeschnitten habe und ja,
werden dann nach und nach aufgebraucht. Und nachdem ich entdeckt habe, dass ich so viele Putztücher habe, von denen ich gar nicht mehr wusste, werden die jetzt wirklich aufgebraucht, die T-Shirts. Und bei den anderen Putztüchern gibt es welche, die sind gut zum Reinigen fürs Glas. Und welche, die habe ich weniger gerne, die habe ich dann meinen aufgehoben für meinen Mann bzw. für meinen Vater, für die Werkstatt. Und diese hier, was ich jetzt gerade in der Hand habe, das ist für meine Küchenlade gewesen. Das sind Wettex und so weiter, die verwende ich sehr wohl immer wieder. Von daher war's gut. Und dann später komme ich dann zu meinen Gummihandschuhen. Da hatte ich welche gesucht und diese Gummihandschuhe habe ich mir dann nachgekauft. Und mein Mann meinte, na, nimm dir noch gleich zwei, ein zweites Paar zur Reserve. Und dann, wie wir nach Hause gekommen sind, habe ich meine alten wieder gefunden. Und hier beim Ausräumen sehe ich, ich hatte ja noch welche in Reserve. Genauso war es bei den gelben. Hier habe ich dann meine zwei Kübeln aufgeteilt, einer für oben, einer für unten. Wie gesagt, ich habe zwei Etagen. Und oben kommt alles für den, nicht nur Boden reinigen, was in beiden Kübeln ist, sondern auch noch Glasreiniger, Badreiniger, Putzschwamm und Fetzen hinein, damit gleich oben alles ist, wie gesagt, rauf und runter laufen. Das mag ich nicht ständig. Und hin und wieder passiert mir oben im Büro oder sonst wo auch ein Malheur und dann bin ich froh, wenn ich schnell etwas zur Hand habe. Gut. Das war es dann schon langsam, weil jetzt ist der Akku dann auf einmal dann aus gewesen und dann habe ich wieder live geredet. Wir hatten wieder mal ein Akkuproblem und ich muss schnell machen, weil ich habe nur kurz aufgeladen, damit ich das noch vollenden kann und alles wegräumen kann, weil es ist schon finster und die Lichtverhältnisse dadurch sehr schlecht. Das ist noch einmal der Kübel fürs Badezimmer oben. Das ist das, der Korb für Badezimmer im unteren Badezimmer. Badreiniger, Allzweckreiniger, Glasreiniger, Schimmelex nur für die Dusche, weil es gut duftet. Dann habe ich da noch den Fleckenentferner, den ich nur ausprobieren will. Vielleicht schmeiße ich ihn dann schon wieder. Da ist Teebaumöl mit Wasser, das ist gut gegen Milben, das ich gerne verwende, vor allem im Winter, weil es duftet, also weil man durchatmen kann, also fürs Bett und für die Polstermöbel zum Drüberstreuen. Dann habe ich noch einen Swiffer drinnen, einen Putzschwamm, dann für Glas zum Reinigen, weil im Badezimmer und ja, wissen wir eh. Dann habe ich hier meine Sachen, die unter die Spüle kommen, wie eben Geschirrspülmittel, auch das Geschirrspülmittel für einen Geschirrspüler. Hier ist noch eines, ja, das braucht lang zum Laufen, das wird noch aufgebraucht, das ist gleich leer. Essigessenz, Natron, die meine zukünftigen Begleiter sein werden, wenn endlich einmal alles weg ist, werden das meine zukünftigen Begleiter als Putzmittel. Dann habe ich noch eins, zwei Akku-Entkalker, die ich noch aufbrauche. Dann habe ich da noch einen Backmarreiniger, den ich auch noch aufbrauche. Und hier ist dann meine Kiste mit den Sachen, die ich lagern noch werde. In Putzmitteln, sobald sie aufgebraucht sind, nehme ich sie von hier. Meine ganzen Gummihandschuhe, dann noch zwei Bodenwischer, meine ganzen Bürsten und Schwämme. Die sind vorläufig einmal hier drinnen. Das ist ein Lager und die ganzen Putztücher werden aufgebraucht. Diese bekommen die Männer. Hier sind fünf Sachen für meine Mutter. Hier sind vier Sachen zum Wegschmeißen. Hier sind viele Sachen zum Verschenken. Das kommt auf den Platz fürs Klo. Und das war's. Mein schwarzes Kasterl ist um einiges erleichtert worden. Und hier sind noch meine Putzschwämme, die ich wirklich verwende. Die kommen noch in die Küchenlade wieder unten rein. Ja.
Das war's. Ich habe es geschafft. Mein schwarzes Kasterl ist von dem Putzmaterial befreit. Denn diese Putztücher kommen jetzt noch in den Schuhschrank, wo ja meine ganzen Schuhe weggegangen sind. Ich habe nicht nur zwei, ich habe sogar vier freie Laden bekommen. Also da kann ich das hingeben, da kann ich auch vielleicht noch die Putztücher reingeben, vielleicht auch die Gummihandschuhe, weil dann sind die drei, ja, das kann ich auch noch reingeben und die drei werden dann ja aufgebraucht. Das heißt, die Kiste brauche ich auch nicht, die wird auch wieder leer. Ganz einfach. Also, das Einzige, was noch in die Schatzkammer kommt, ist der Kübel, der dann zum Fensterputzen immer verwendet wird. Ich habe es organisiert und um das geht es mir. Mir geht es nicht unbedingt nur komplett ums Minimalisieren, das kommt auch noch. Ich will, vielleicht bin ich früher oder später dort, nur mein Weg dauert lang, wie man sieht. Aber organisiert muss werden. Richtig. Schön organisiert. Ich möchte so wenig Zeit wie möglich damit verbringen, etwas zu suchen. Je weniger Dinge man hat, desto weniger Zeit braucht man auch zum Suchen. Das heißt, deswegen tue ich auch viel ausmisten. Ich möchte wirklich dann sehr, sehr reduziert leben. Aber wie gesagt, der Weg ist lange und wenn ihr wollt, könnt ihr mich weiterhin begleiten. Ich werde noch einiges zeigen und dazu braucht ihr nur mein Kanal abonnieren und natürlich das Glöckchen drücken, damit ihr ja kein Video mehr versäumt. In diesem Sinne, ich freue mich auf ein nächstes Mal. Tschüss!